Servus, der Michael, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind auf dem Gitzenweiler Hof und der ist so genial und wir sind so zufrieden hier, dass wir euch den gerne mal vorstellen wollen. Was natürlich interessant ist oder was natürlich hier sehr wichtig ist, ist die Zufahrt. Wir sind jetzt hier kommend von der Hauptstraße ein bisschen reglementiert aufgrund der vielen An- und Abreisen hier auf dem Gitzenweiler Hof. Und das möchte ich euch gerne mal zeigen. So, ich habe mich jetzt mal zwischen zwei Spuren gestellt. Und zwar, wenn ihr zu Gitzenweiler Hof anreist, habt ihr hier die Anreisespur. Diese führt erstmal zum Parkplatz, um euch dann anzumelden. Quasi, ihr müsst den Parkplatz einmal drumherum fahren, um dann dementsprechend euch dahin zu stellen. Wenn ihr auf dem Gitzenweiler Hof schon eingecheckt habt und ihr seid einfach mal unterwegs den ganzen Tag, habt ihr die zweite Spur, die hier direkt zur Schranke führt. Das vermeidet so ein bisschen den normalen Stau bei Anreise bzw. bei Durchfahrt. Des Weiteren habt ihr dort hinten noch die Möglichkeit, als Zwischenstopp sozusagen hier zu übernachten. Wenn ihr weiterfahren wollt nach Italien oder wie auch immer, habt ihr hier mit Strom die Möglichkeit, kurz zu halten. Ja, und ich würde sagen, wir schauen mal Richtung Rezeption. Das ist in diesem schönen Holzhaus. Und da gucken wir mal rein. Jetzt natürlich euer Fahrzeug vorne geparkt habt, haben wir hier den Eingang zur Rezeption. Da kriegt ihr jegliche Informationen. Da checkt ihr ein, da checkt ihr aus. Da bekommt ihr auch eine Bodenseecard. Die ist ganz interessant, weil damit könnt ihr hier mit einem Stadtbus direkt nach Lindau fahren. Ganz kostenfrei mit dieser Karte. Hier nebenan haben wir dann noch die Möglichkeit, diverse Unterlagen für Schlösser, Museen oder ähnliches, wo ihr euch einfach informieren könnt, was hier in der Gegend geboten wird und was ihr hier noch erleben könnt. Ja, und da würde ich sagen, wir schauen mal, was es für Möglichkeiten gibt, hier zu übernachten. Mit Camper, mit Wohnwagen oder eben auch anders. Ja, auf den Gitzenweiler Hof könnt ihr natürlich auch ohne Reisemobil oder Caravan anreisen, denn ihr habt die Möglichkeit, in diesen wunderschönen Vario Homes zu übernachten. Ausgestattet, Schlafraum, Wohnraum, Dusche, WC, alles dabei. Ja, und wenn euch dann langweilig ist, habt ihr die Möglichkeit, in dieser Ausleihstation hier drüben dementsprechend Bücher, Zeitschriften oder ähnliches auszuleihen. Und noch ein Stückchen weiter haben wir dann, da würde ich sagen, da kommt ihr einfach mal kurz mit. Hier haben wir dann noch die Möglichkeit, eure Reisemobile Grauwasser zu entleeren, WC zu entleeren und Frischwasser aufzutanken. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns mal so einen Campingplatz an, und zwar unseren eigenen, wo wir draufstehen. Und da schwirpsen wir jetzt schnell hin. Ja, jetzt sind wir hier mal an einem Komfortstellplatz, am Weiher nennt sich das. Den haben wir hier im Hintergrund. Und diese Komfortstellplätze sind ungefähr so 100, 105 Quadratmeter groß, sind gut befestigt mit Rasengitterstein. Finde ich ganz praktisch. Zum einen, wenn es doch mal regnen sollte, verschwindet der Regen gut darunter und euer Vorzelt bleibt in dem Sinn trocken. Komfortstellplatz bedeutet natürlich auch eine Mediensäule und die zeige ich euch jetzt. Ja, jetzt haben wir hier so eine Mediensäule. Was befindet sich alles an dieser Mediensäule? Zum einen natürlich Stromanschluss. Da habt ihr den CEE-Anschluss, quasi den blauen runden Stecker braucht ihr dazu. Dann haben wir die Möglichkeit mit Wasser und Abwasser. Quasi ihr könnt direkt hier euer Grauwasser entsorgen. Nicht das Toilettenwasser, sondern Grauwasser. Und ihr habt natürlich an manchen Stellplätzen hier auf dem Gitzenweiler Hof die Möglichkeit, noch TV-Anschluss zu nutzen. Hier oben in der kleinen Klappe. Das ist ein Kabelanschluss, kein Satellitenanschluss. Also ihr müsst dann natürlich auf dem TV-Gerät noch umschalten von Satellit auf Kabelanschluss. Ja, und wer das alles nicht möchte, der benutzt natürlich das Waschhaus. Und das ist ja auch immer interessant. Und das schauen wir uns jetzt mal an.
Ja, hier am Waschhaus im Außenbereich haben wir jetzt die Möglichkeiten, einmal außen abzuwaschen. Schönes Wetter ist ja kein Problem, kannst du draußen abwaschen. Oder auch dann, wie wir sehen, hinter den Scheiben habt ihr dann noch die Möglichkeit, innen, gerade wenn es regnet oder so, auch euer Geschirr abzuwaschen. Ja, und ich würde sagen, wir schauen mal rein und gucken uns das mal von innen an. Ja, hier im Innenbereich habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eure Wäsche zu waschen und zu trocknen zu lassen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Highlight für unsere kleinen Mitreisenden, Mitcamper. Das ist dieser Waschbereich. Also der ist super schön gestaltet. Da haben die Kinder wirklich super die Möglichkeit, das selber zu erleben. Wir schauen einfach mal rein. Wickelkommode bis über Bademöglichkeiten, was wir hier haben. Weiter geht's mit dem Maskottchen, dem Elefanten als Duschmöglichkeiten. Das sind Duschköpfe in der Hand hier oben, beziehungsweise in der Hand da unten. Kleine Waschbecken. Im Hintergrund seht ihr noch einen kleinen Wasserfall als Dusche. Oder eben die kleinen Waschbecken hier an der Seite. Oder was ich ganz genial finde, hier in diesem kleinen Tipi-Zelt ist ein WC versteckt. Ja, da hat auch der kleine Mitcamper und die kleine Mitcamperin doch ein super Erlebnis, wenn sie hier duschen gehen. Ja, und wir schauen uns mal weiter um. Hier im Eingangsbereich haben wir natürlich jetzt auch schon mal die Duschen für Herren und für die Damen, sowie auch dann hier etwas weiter hinten das WC für die Herren und für die Damen. Hier läuft ein bisschen Musik im Hintergrund. Ich bitte das schon mal zu entschuldigen. Wir gucken mal, ob wir das irgendwie rausschneiden können. Aber da seid ihr schon mal ein bisschen unterhalten, wenn ihr doch mal hier was zu tun habt. Ja, und da würde ich sagen, wir zeigen euch mal einen Duschbereich, damit ihr seht, wie das ungefähr aufgebaut ist. Und da schauen wir mal rein. Hier im hinteren Bereich des Gebäudes haben wir dann noch die Entsorgungsstation für eure WC-Kassette. Ja, da brauchen wir nicht viel sagen dazu. Ne? Aufschrauben, auskippen, fertig, ausspülen vielleicht noch. Ne? Und daneben haben wir noch den Entsorgungsbereich, wo ihr euren Müll entsorgen könnt. Der ist gut sortiert, also da muss ich sagen, das ist sauber und liegt nichts rum. Wird ordentlich getrennt hier zwischen Glas und Restmüll und Altpapier. Und Verpackungsmaterialien. Von daher, sieht super sauber aus. Also habe ich schon Schlimmeres gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, und wir schauen mal weiter. Ja, wie ich anfangs schon sagte, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, mit eurem Reisemobil hier anzukommen. Da haben wir den Reisemobilhafen hier im hinteren Bereich. Und natürlich auch, wenn ihr nur ein Zelt habt, haben wir hier die Zeltwiese. Da könnt ihr anreisen. Und habt dann die Möglichkeit, dementsprechend so zu übernachten. Auch wenn ihr hier mit Kindern reist, haben diese natürlich auch auf diesem Spielplatz gute Möglichkeiten, sich ein bisschen auszutoben. Weiter hinter, das schauen wir uns jetzt mal an, haben wir noch ein Streichelzoo und einen Ponyausritt. Und da würde ich sagen, wir gucken mal uns das an. Ja, im Streichelzoo angekommen haben wir hier natürlich ein bisschen ein paar freilaufende Ziegen oder da sitzt einer rum. Also da könnt ihr auch einfach mal den Kindern zeigen, dass die nicht bloß eingesperrt sind. Auch da haben wir noch ein paar Hasen im Gatter sitzen. Die können natürlich nicht frei rumhoppeln. Das wäre ja ein bisschen doof, die sind ja dann weg.
Oder ihr habt noch die Möglichkeit, hier am Ponyreiten mitzumachen. Immer von 10 bis 12 Uhr samstags und sonntags. Da können die Kinder auch ein bisschen mal Ponyreiten gehen. Ja, jetzt sind wir hier am sogenannten Gitztreff mit dem Maskottchen, dem kleinen Elefanten. Gern genutzt auch als Selfie-Point. Also ihr könnt hier auch gerne Fotos machen. Aber hier treffen sich die Leute zum Unterhalten, zum Trinken. Also ihr habt da drüben eine Bar, Möglichkeiten was zu essen. Ihr habt hier ein normales Wirtshaus und ihr habt natürlich für die Kinder im Hintergrund, und da gehen wir dann gleich mal hin, habt ihr noch den Spielplatz. Und ich würde sagen, wir gehen uns den mal angucken. Hier am Gitztreff befindet sich natürlich auch der Spielplatz, wo ihr eure Kinder wirklich austoben lassen könnt. Da haben wir über Schaukel eine Schiffskletterstation oder hier hinten ein Turm, wo sie klettern können. Über Trampolinspringen auf der anderen Seite, das zeige ich euch gerade mal. Ja, da könnt ihr eure Kinder komplett einmal austoben lassen, dass sie dann abends schön müde ins Bett fallen und dann könnt ihr an den Gitztreff noch einen Cocktail trinken. Ja, und wir schauen mal weiter. Eure Kinder wollen sich mal so richtig austoben, dann gibt es hier den Naturspielplatz mit Boulderwand, mit Tunnel, alles naturgelegen. Und da können sie auch mal ein bisschen auspowern und experimentieren. Also es gibt auch diverse kleine Stationen, die dann dementsprechend mal mit kleinen Experimenten versehen sind. Da kann das Kind auch noch mal ein bisschen Natur erleben. Total spannend ist, ihr habt hier die Möglichkeit, E-Bikes zu mieten. Ihr müsst dazu eine kleine Telefonnummer anrufen, sagen, wann ihr die E-Bikes haben möchtet. Und dann werden die euch hier rausgegeben, beziehungsweise auch angeliefert, wenn sie jetzt gerade hier nicht vorrätig sind. Aber ihr könnt vom Kinder-E-Bike über einen normalen Tiefeinsteiger oder dem großen, richtigen Mountainbike als E-Bike alles ausleihen. Das finde ich schon mal eine gute Sache. Hat auch nicht jeder Campingplatz und solltet ihr auf jeden Fall machen. Ja, auf dem Gitzenweiler Hof könnt ihr euch natürlich auch die Haare schneiden. Und wir haben hier ganz prominent, sage ich mal, aus Funk und Fernsehen bekannt, den Ralf. Der macht bei euch die Haare. Ihr könnt kurzfristig hierher kommen. Sag mal, Ralf. Ganz ohne Termin, einfach immer mittwochs oder Donnerstag. Einfach von 9 bis 11 Uhr oder dann von 14 bis 16 Uhr einfach vorbeikommen ohne Termin und dann können wir das ausschneiden. Ja. Perfekt. Also ihr könnt unfrisiert losfahren, ne, und kommt dann einfach hierher an. Und wenn er dann quasi ein Plätzchen frei habt, und das zeige ich euch gleich mal innen. Er hat nämlich hier einen schönen Knaus-Schwalbennest ausgebaut zu einem Friseursalon. Total genial, zeige ich euch gleich. Dann kommt er einfach her und er macht das für euch. Also prominenter Star-Friseur, naja, besser könnt ihr es ja nicht kriegen. Ne? Prominent würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin überall dabei. Ja, also wir schauen weiter und zeigen euch jetzt noch mal schnell hier drin den kleinen Friseursalon. Kommt vorbei, ich freue mich auf euch. Have fun! Ja, ihr sucht einen Platz hier auf dem Gitzenweiler Hof, wo ihr so ein bisschen entschleunigen könnt und ein bisschen die Seele baumeln lassen könnt, dann ist hier der Lieblingsplatz eigentlich die beste Variante. Hier im Grünen und am Teich sitzend könnt ihr dann ein Bierchen oder einen Wein trinken oder ähnliches und einfach mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ich finde das ganz gelungen hier, so wie es angelegt wurde, weil man zwar immer noch auf dem Platz ist, aber eben so ein bisschen mal runterkommen kann. Hier auf dem Gitzenweiler Hof habt ihr natürlich die verschiedensten Möglichkeiten, eure Freizeit zu gestalten. Da gibt es zum einen hier das Gitz Art, das ist so ein bisschen so die künstlerische Seite, wo ihr ein bisschen künstlerisch tätig werden könnt. Oder halt hier drüben über das Schwimmbad mit einer Größe von 25 Meter mal 33 Meter habt ihr schon die Möglichkeit, da mal ordentliche Bahnen zu ziehen. Ja, und da sind wir eigentlich schon durch. Durch den kleinen Rundgang hier am Gitzenweiler Hof.
Wir persönlich finden das ein super gelungenes Konzept, was hier angewandt wird. Also es ist nicht bloß rein, ich komme mit meinem Camper an, stelle mich hin und warte, was passiert. Nein, hier wirst du richtig mit eingebunden in das ganze GITS-Team. Also, die nennen sich ja GITSianer. Wir finden das klasse, von daher haben wir uns eben entschlossen, dieses Video zu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert gerne den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu drücken, denn da verpasst ihr keins von unseren neuen Videos. Und sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.